Total schade, wenn was abgerissen wird, und deshalb habe ich so das Bedürfnis, da vorher noch mal reinzugehen und zu erkunden, weil gerade auch so leere Räume so viel Geschichte haben und ich mir das gern vorstelle, wie die Leute da drin gearbeitet oder gelebt haben. Also das ist einfach hier der Platz, um Street Art zu machen. Und da die Wände im Hof halt riesig sind, mussten wir es einfach benutzen. Also es gab am ersten Tag ein Projekt zur Fotografie, um den Zustand der Höfe vor den Malerei- und Graffiti-Sachen mal festzuhalten. Und dann ganz am Ende, wenn die anderen Künstler fertig sind, dann komme nochmal ich mit meiner Gruppe ins Spiel. Und dann fotografieren wir nochmal, wie das am Ende aussah, weil die Wände natürlich jetzt im Umbauprozess nicht so bleiben werden. Also die Graffitis werden wahrscheinlich wieder verschwinden. Und mit den Fotos dokumentieren wir das Ganze dann. Die Idee war, eine andere Herangehensweise an eine Wandmalerei. Normalerweise geht man ran und möchte eine schöne Wand am Ende haben. Und die Idee war, das Ganze zu einem Prozess zu machen. Und zwar mit den Kindern zusammen entwickelt, einen Stop-Motion-Film an der Wand zu malen, also wie ein Daumenkino. Und die einzelnen Bilder werden jeweils von den Kindern in dem Moment ausgedacht. Also dass jedes Kind, das mitmacht, sich einen Charakter sucht. In dem Fall waren es jetzt Fische, weil die einfach zu malen sind und schnell zu malen sind. Und dann wurde immer der vorherige Frame, sozusagen, also das vorherige Bild übermalt, nächstes Bild gemalt, Foto gemacht, dann wieder übermalt, nächstes Bild malen, und dadurch ergibt sich dann Stück für Stück eben ein ganzer Film an der Wand. Die Kids waren voll motiviert, nicht zu bremsen. Ich glaube, die hätten auch noch 2-3 Wände mehr angemalt, wenn wir noch welche gehabt hätten. Und darum geht es, um Spaß haben, um denen einen Ausbruch aus ihrer Realität zu geben. Ja, wir verplanen auch die Realität unserer Kinder extrem. Und ich finde, da muss man immer so ausbrechen. Und wenn man nicht immer die Chance hat, dann sind so Workshops einfach wichtig. Am Anfang ist immer schwierig, der erste Kontakt mit einer neuen Technik. Aber in 5 Minuten war top. Wir sind froh, das einfach machen zu können, wie mit den Jugendlichen. Und alles ist eigentlich so entstanden, weil der Winter super trist und langweilig war. Und man sich echt überlegen musste, was man macht. Und ich habe gedacht, nach all der Zeit, in der eigentlich nichts möglich war, brauchen wir jetzt irgendwie ein Projekt für die Jugendlichen hier, wo die loslassen können und sich einfach kreativ ausleben können.